Aloha Freunde, wer sehen will, wie wir diese fluffig-zimtig-süßen Apple-Cider-Donuts für New Hampshire zubereitet haben, sollte den 41. Teil der kulinarischen Grill 5 OOS-Tour bis zum Ende weiterschauen. New Hampshire im Nordosten gelegen, wird auch die Schweiz der USA genannt. Der höchste Berg, der Mount Washington, liegt 1918 Meter über dem Meeresspiegel. Touristisch 1A erschlossen, zieht es jedes Jahr zig Wanderer in den Bundesstaat. Im Winter kommen dann hier die Skifans auf ihre Kosten. Doch im Herbst zeigt sich der Bundesstaat dank der Laubfärbung von seiner schönsten Seite. In dieser Jahreszeit ist das Apfelpflücken eine große Familientradition in New Hampshire, wo jedes Jahr über 11 Millionen Kilogramm Äpfel geerntet werden. Kein Wunder, dass New Hampshire mit zahlreichen Apfelweinkellereien durchzogen ist. Zur Erntezeit wird dem Apfel samt Apple Cider überall mit der Zubereitung der Apple Cider Donuts gehuldigt. Und genau diese herbstliche New Hampshire Leckerei wollen wir heute mal zubereiten. Wir müssen heute gleich als allererstes mit einer wichtigen zeitraubenden Vorbereitung beginnen, nämlich den Apple Cider einreduzieren. Dazu geben wir einen halben Liter davon in eine Kasserole und kochen das auf die Hälfte ein. Hier outdoor nutzen wir gleich den Seitenbrenner vom Broilking. Natürlich kann man die Apple Cider Donuts auch am Herd nachköcheln. Ist das geschafft, gilt es, die Flüssigkeit dann wieder auf Zimmertemperatur runterkühlen zu lassen. Wer denkt, brauche ich nicht, Fehlanzeige. Man sollte diesen Vorgang tunlichst nicht überspringen, da sich dadurch der Apfelweingeschmack schön konzentriert und einen kräftigen Apfelgeschmack in die Donuts abgibt. Es lohnt sich also wirklich. Also während das nun läuft und hier auch schon langsam anfängt aufzukochen, schauen wir mal über die Zutaten. Apple Cider ist klar, den habt ihr ja schon gesehen. Hier in der Schüssel haben wir 550er Mehl gesiebt und vorbereitet. Hier müsste zu sehen sein Natron und Backpulver. Des Weiteren benötigen wir braunen Zucker und Kristallzucker. Hier drüben haben wir zwei Eier und wir benötigen gute Butter. Die darf beim Backen auch nicht fehlen. Auf dem Teller haben wir hier bereits im gemahlenen Aggregatzustand Muskat, Kardamom, Zimt und Salz aufgehäuft. Zum Frittieren verwenden wir noch Rapsöl, natürlich gleich wieder aus der Ölmühle hier um die Ecke. Wer mag, kann gern mal deren Online-Shop auschecken. Link genau wie alle Mengenangaben zum Nachmachen unten in der Videobeschreibung. Zeitsprung der Apple Cider ist jetzt auf ca. die Hälfte, also 250 ml einreduziert, abgekühlt und duftet sehr aromatisch nach Apfel. Nun peppen wir mit dem braunen Zucker, dem Kristallzucker und zwei frischen Eiern auf. Hier haben wir auch den Grund, warum der Sirup nicht mehr heiß sein sollte, sonst hätten wir nämlich spätestens jetzt Rührei. Gute Butter haben wir offcam geschmolzen. Auch hier Vorsicht, diese sollte schon etwas abgekühlt sein, wenn wir sie jetzt hier hinzugeben. Dann alles schön verquirlen. Ja, ich bin mal echt gespannt, was dieses Rezept aus New Hampshire am Ende kann. Zähnenwechsel, den verquirlten Mix haben wir hier mal beiseite gestellt und widmen uns jetzt der Schüssel mit dem gesiebten Mehl. Hier rein geben wir Backpulver und extra noch Natron. Dieses Gemisch sollte mit der Säure des Apfels reagieren und für eine tolle Fluffigkeit sorgen. In New Hampshire liebt man diese Herbstdonuts schön würzig und daher geben wir jetzt hier den Zimt, Kardamom, Muskat und das Salz hinein. Alles schön mit einem Schneebesen vermengen. Bleibt jetzt noch die flüssigen und trockenen Zutaten zusammenzubringen. Einfach hier ins Mehl hinein. Alles gut verrühren und vermengen. Richtig schön kräftig durchrühren das Ganze. Ihr seht schon, das ist eine relativ flüssige Angelegenheit, aber das muss so sein, denn das Geheimnis heißt wie so oft Zeit und Geduld. Mindestens 2 bis 6 Stunden soll der Teig jetzt abgedeckt im Kühlschrank durchziehen und abkühlen. Zeitsprung, wir können es nicht erwarten und probieren uns jetzt mal an einer, ich sag mal so 3-Stunden-Variante. Der Teig ist sehr klebrig, also arbeiten wir mit viel Mehl auf der Arbeitsfläche und an den Händen. Also keine Angst, wenn es heute mal kleben sollte, Mehl hilft. So, der Teig muss irgendwie aus der Schüssel.
und dann mit bemehlten Händen auf circa, ich sag mal so 1,5 cm Stärke klopfen und drücken. Nun stechen wir mit einem 9 cm Ausstecher die Rohlinge aus und mit einem 3 cm Ausstecher das typische Donutloch hinein. Die Ausstechform ab und an in Mehl tauchen, das macht's hier einfacher. Aus den Teigresten formen wir wieder eine neue Masse und machen daraus nochmal ein paar Rohlinge. Zugegeben, mehr recht als schlecht, haben wir hier doch eine ganz gute Ausbeute zusammenbekommen an Rohlingen. Die lassen wir jetzt hier noch etwas ruhen. In der Zwischenzeit befüllen wir mal hier die Kastenform als Behelfsfritteuse mit unserem Rapsöl und heizen das richtig gut auf. Während das Öl langsam auf 170 bis 180 Grad aufheizt, mischen wir schon mal hier klassisch Zucker und Zimt. Hier rein werden die Donuts dann getaucht. Jetzt geht's ans Frittieren und wir starten mal hier mit unserem ersten Muster hinein ins Öl. Circa 1 bis 2 Minuten pro Seite sollten sie im Öl bleiben. Dann werden sie schön goldbraun. Dann müsst ihr mal schauen, wie sich das bei euch verhält. Ja, und ihr wisst ja, nicht so viel mit einmal rein, sonst kühlt euch das Öl zu schnell aus. Unser Testkandidat sieht doch ganz gut aus, der geht jetzt raus und am besten hier auf so ein Rost zum Abtropfen. Dann gehen die Teile nochmal ab hier ins Zimtzuckerbad. Ja, noch ein bisschen drüber hier. Das sieht doch schon fein aus. So, Nummer 1. Jetzt mal verkosten. Oh, schön fluffig geworden. Da kommt erstmal sofort der Apfelgeschmack. Richtig toll. Außen Zucker, Zimt, das erinnert mich so an Weihnachten. Aber in New Hampshire ist das halt das typische Herbstding zur Apfelernte. Und auch heute hebt das unsere Stimmung bei diesem herbstlichen Schmuddelwetter hier bei uns im Canyon. Eine sehr, sehr leckere, süße Versuchung, die man egal ob im Herbst oder zu Weihnachten unbedingt mal nachmachen sollte. Tja, und wer jetzt Lust auf weitere Rezepte der US-Küche bekommen hat, der schaut sich im Anschluss gleich noch ein Filmchen der Grill 5-0 US-Tour an. Da gibt es 50 Rezepte aus allen 50 US-Bundesstaaten. New Hampshire hat heute ganz lecker zuckersüß-zimtig abgeliefert. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Daumen hoch, Button drücken, kommentieren, abonnieren. Danke schon mal fürs Zusehen, bis zum nächsten Video, euer Cowboy von Grill 5-0. Grill 5-0.